Was? Los geht's! Ach, nicht an den Schwanz, du Wichser! Hör auf! Du sollst die Tür aufmachen. Diese drei Tage, schwöre ich dir, hab ich das Sagen. Du hast keine Chance. Ich werde dir zeigen, wie man wirklich Camping macht in Deutschland. Erst hast du noch nie gecampt und zweitens, wir schlafen hier in einem Bett, wir zeigen das gleich und ich werde furzen, ich werde Kohl essen. Es geht jetzt schon los, Chat, ohne Scheiß. Ja. Herzlich willkommen zur Campertour. Pass auf, dass du die Schulter brichst. Köln, München, Köln. Kannst du mir helfen, die Stufe ist eingefahren. So, hier sind wir. Digga, was haben wir hier gemacht? Es wird Weltklasse. Carsten in der Kamera, Grüße gehen raus. Drei Tage lang mit dabei. Die arme Sau muss bei uns im Truck schlafen, drei Tage. Und ich habe so Hunger, ne? Du auch. Er hat schon gesagt, er hat Hunger. Also, pass auf. Es gibt jetzt ein paar Sachen, die wir machen müssen. Wir haben alles vorbereitet. Koffer ist ausgepackt. Bett ist gemacht. Aber Kühlschrank ist noch leer. Das heißt, wir müssen noch Lebensmittel einkaufen. Wir müssen noch zum Techniker irgendwas, Carsten, irgendwas kaufen. Das machen wir auch noch. Wir haben hier keinen Strom drin. Ja, und wir müssen noch tanken. Ich brauche noch ein Energy, was Schönes. Schön. Energy habe ich da. Sehr gut. Und wir müssen tanken. Ja. Das machen wir als erstes. Ja, erstmal zeigen wir die Karre. Ja. Fangen wir mal an. Also. Wir haben uns hier das Beste vom Besten für euch rausgelassen. Richtig. Das ist ein Diesel. Ne? Ist es so? Das, ja, volles Programm. Darfst du keinen Super reintanken, du Idiot. Dann ist Motorschaden. Ja, aber haben wir Diesel? Bist du sicher? Ja. Wo weißt du das? Weil er das gesagt hat und steht doch auf dem Tankdeckel, ey. Gut. Schaut's euch an. Panoramafenster, dies, das. Ich werde fahren. Du alte Mumie, du weißt gar nicht, wie geil das wird. Ja! Schön Oktoberfest, Bier saufen, ich fange heute schon an. Du trinkst kein Bier. Ich habe dir vorhin gesagt, was es bedeutet, eine Masse auf der Wiesn zu trinken. Und du bist die Wiesn fick dich, ich schwör's dir. Du bist quasi mein Opa und du trägst für mein Wohl Sorge. Du bist für mich verantwortlich. Du trägst für mein Wohl Sorge. Was ist das für ein beschissener, unfassbarer Drecksatz? Du passt auf mich auf und ich werde heute anfangen. Er will die ganze Zeit fahren, weil er sagt, ich kann kein Auto fahren. Ich fahre seit 10 Jahren. Er kann nichts. Ich fahre seit 10 Jahren unfallfrei. Ich werde heute... Ja, genau so. Genau. Du fährst unfallfrei und provozierst andere, dass die Unfälle machen. Weil du langsam fährst, abrupt abbremst. Genau. Und selbstverständlich, wenn du 20 km/h fährst, klar machst du keinen Unfall. Krass. Hast du es denn? Wir sind noch nicht mal drin, du nervst schon. Ich werde heute bei der ersten Raststätte werde ich mir ein Bier holen. Er will fahren, ist für mich gar kein Alter, Problem. Hast du nicht mal alle Tassen im Schrank? Ich trinke heute schon Bier. Ich wärme mich auch für morgen, da glaub mal dran. Wir haben 13 Uhr. Wir machen keine Alkoholverherrlichung bei mir im Stream. Nee, machen wir auch nicht. Ich sage nur, ich kann ja wie ein guter deutscher Bürger, der ich ja nun mal bin, kann ich ein Bierchen trinken. Und das ist ein Genussmittel, wir machen keinen Kampf trinken, Alkohol ist schlecht. Aber ihr wisst es, wie auch von der Politik das gesagt wurde, Bier ist deutsches Kulturgut und ich darf Bier trinken, wenn ich das möchte als freier Mensch. So, komm, lass uns reingehen. Wir zeigen euch kurz, wie es von innen aussieht. Pass auf, dass du nicht totgefahren bist. Oh, du riechst barrierefrei, ist das Ding hier nicht, ne? Das ist unser Reich. Okay, ich fange einfach mal an. Das hier ist unser Schlafgemach. Hier schläft der Alte. Wir haben leider keine Bettpfanne. Das ist das Problem. Oh, ich bin fast hingefallen. Das Fenster ist auf, weil ich schon sehr viel gefurzt habe. Und hier schlafe ich. Zeig mal ein Kissen. Er hat das Switch-Kissen mitgenommen. Ich habe eigentlich ein Nackenkissen. Aber ich habe jetzt das hier, das ist natürlich nicht so gut orthopädisch, aber macht nichts, das geht für die drei Tage. Wir haben hier ein Fenster, wir haben hier eine Decke, hier werde ich herrlich onanieren, die drei Tage. Nee, wirst du nicht. Doch, 100%. Ich werde hier 100% onanieren. Hey, Alter, ohne Scheiß, ich werde richtig sauer. Wenn du anfängst, neben mir zu wichsen, ohne Scheiß. Du hast mir angeboten, dich für 80.000 Euro in den Arsch zu ficken. Und jetzt sagst du, ja. Schere. Ja, Schere. Setz du dich mit denen, wir fahren los. Hier ist die Dusche und das WC, vielleicht können wir da ganz kurz reingehen. Okay, da müssen wir ganz kurz sagen, wir haben uns nicht lumpen lassen, das All-Inclusive-Paket gebucht. Uns wurde jetzt aber gesagt, wenn wir das Klo vollscheißen, müssen wir selber reinigen. Das heißt, wir haben quasi den Pakt unter uns drei geschlossen. Wir scheißen hier nicht. Wir scheißen ins Klo nicht rein. Im besten Fall wird da auch nicht reingepisst, sondern wir halten irgendwo an. Doch, pissen schon. Nein. Okay, wenn du das leer machst. Nee, du machst es leer. Nee, auf keinen Fall. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Nö. Mont hat gesagt, das Klo geleert macht derjenige, der bei Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt. Und da ich bei Monte in der Schule war, wie man Schnick, Schnack, Schnuck richtig spielt, Monte, Grüße gehen raus, werden wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer die Toilette ausleert. Ich werde das Scheißhaus weder berühren noch... Alter, du tust mir an den Beinen weh, ja? Nicht mit den Schuhen aus... Alter, du wirst die Toilette ausleeren, wenn ich sage, dass du sie ausleerst. Du stinkst. Bitte, ich meine es wirklich ernst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du... Geht das schon wieder los? Du hast irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, Bro. Du stinkst jedes Mal. Das macht mich geil. Das macht nichts mit mir. Hör auf, das darf man nicht on Stream zeigen. So, ich setze mich ans Steuer. Ja, mach mal. Mach mal, was dich glücklich macht. Carsten, wir schalten um auf Fahren. Mach's gut. Ach so, du musst, weil der Wagen lang ist, wir haben über 7 Meter, musst du in der Kurve, eine größere Kurve Bogen fahren, damit du hinten... An der Freundschaft, da ändert sich nichts, trotz deinen kleinen Über.
Übergewicht. Wisch. So ist, dumm. Hier ist zum Beispiel eine Tankstelle. Wir müssen ja auch tanken. Ja, richtig. Genau. Ich muss tanken und deshalb fahre ich hier zur Tankzapfsäule 2. Genau, der Tank ist auf deiner Seite. Wir brauchen Diesel. Was ist das hier links? Warum ist da nur ein Zapfer? Genau, weil das zum Beispiel für LKWs ist, du dummer Idiot. Ja, ich bin ein LKW. Nö. Digga, der hat mich so vollgelabert. Nee, ich fahr jetzt rückwärts. Du berührst hier knallhart. Nicht, du berührst hier nicht einmal das Steuer, du kannst nicht fahren, dies, das, Ananas. Wo soll ich denn? Es ist alles voll. Ja, du Schwanz, dann warte, du Muschi, bis der Truck da weg ist, Alter. Und dann, wenn der wegfährt, fährst du dahin und dann ist gut. Alter, du bist doch nicht, du hast doch Augen im Kopf, Junge. Das ist ein hochtechnisiertes Mobil. Digga, wie sollen wir das 3 Tage aushalten? Wie soll das 3 Tage funktionieren? Sag mal. Chat, wir sind da. Wir entspannen. Ist das Diesel? Ja. Sicher. Alter, was steht denn da drauf? Alter, wenn wir den falsch tanken, ist Motorschaden. Mach rein. Okay, rein mit. Hier, ganz kurz. Kannst du. Drücken. Halt mal. Nein, pass auf. Kennt ihr diesen einen Typen auf TikTok? Wenn der tankt, sieht man das? Wenn der tankt, macht er so. Mach doch jetzt bitte. Tank doch ganz normal. Ich drück ab. Lass einrasten. Ich halte einen Schlauch hier, gell? Siehst du? Kennst du den? Nein, kenn ich nicht. Boah, stinkt das nach Scheiße. Was ist der Unterschied zwischen Benzin und Diesel? Du weißt doch alles. Ja. Warum tankt man 2 verschiedene Das ist eine verschiedene. Das ist eine verschiedene Mischung. Wie jetzt? Von Kraftstoff. Okay, aber warum baut man nicht einfach ein einheitliches? Diesel hat mehr Ölanteile. Wir wollten ja eigentlich nur zum Oktoberfest. Ja. Wir hatten aber keinen Bock auf Hotel und Zug, weil es ist die Hölle. Deswegen habe ich vorgeschlagen, lass uns doch einfach ein Wohnmobil mieten. Geil. Weil wir ursprünglich eigentlich einen Camper-Stream noch machen wollten. Genau. Auf dem Campingplatz. Du hast dann gesagt, lass uns das doch diese beiden Streams zusammenlegen, einen Camper-Stream machen und einen Oktoberfest-IRL-Stream. Und somit haben wir das zusammengelegt. Genau. Und deshalb ist es geil. Du bezahlst den Tank, ne? Ja, ja, klar. Hier. Ich stell dir alles in Rechnung. Nö. Hä, Produktionskosten? Ach, Quatsch. Kannst auch absetzen. So, wie geht das hier zu? Du musst hier zumachen, ich fass hier nichts an. Genau, weil du nichts kannst. Du kannst nicht mal fahren. Nichts. Geh bitte bezahlen und hol mir ein Bier. Du bist der Beste. Schön die Backspatter-Granate. Ist das geil, asozial. Gib doch auch Carsten was zu trinken. Entschuldigung, Carsten. Oh mein Gott. Hier, Carsten, bedien dich. So, Schradi, ich möchte feierlich verkünden. Wir sind unterwegs. Es ist noch nicht mal 13.30 Uhr. Prost. Wir sind auf dem Weg zum Oktoberfest. Trümmertrupp-Tour. Alter, was ist mit 2024, Zabex und Schradin. Willst du mir auch was zu trinken? Können wir anstoßen? Nastrovje. Du trinkst allein. Nicht lang schnacken. Rein in Nacht. Das Grüne. Bravo 6, going dark. Rangers, we'll knock them out. Kasala-Chat. Wird eine geile Zeit. Stößt du an? Du Schwein. Schön auf leeren Magen. So. Carsten. Zum Glück haben wir keinen Werbesponsor gefunden hier für die Tour, sonst wäre das ein Problem. Habe ich recht? Ich möchte dir kurz eine Matheaufgabe stellen. Okay. Ein Hahn legt ein Ei am Tag. Hähne können keine Eier legen. Doch, klar. Nee, Hühner. Hähne sind männlich, die legen keine Eier. Du Vollidiot. Meinst du, auf sowas falle ich rein? Wie dumm bist du denn? Meinst du, mit so einer Scheiße kriegst du mich? Wie heißt es? Der gerade Kurve, die gerade Kurve, das gerade Kurve? Grammatikalisch die gerade Kurve? Völlig falsch, aber es gibt keine gerade Kurve. Genau, wie dumm ist der? Genau, noch einmal. Wie dämlich. Genau. Grammatikalisch heißt es die gerade wie Kurve. Wie dämlich, nee. Aber eine Wespe. Augenblick, hoffentlich kommt die rein. Ich muss ganz mies. Pass auf, ich habe das jetzt gehört. Seitdem wir aus Köln raus sind, hast du gesagt, dass du pissen musst und dass du Hunger hast. Du bist wie ein kleines, nerviges Kackkind, wo wir noch nicht losgefahren sind. Wann sind wir denn da? Jetzt sind wir losgefahren, jetzt musst du pissen und du hast Hunger. Und ich will, glaube ich, auch ein Bier haben. Nee, du säufst jetzt nicht mehr. Warum? Weil du in 2-3 Stunden mich ablöst. Auf gar keinen Fall. Ich fahre nicht in Bayern, mein ich. Ich bin ja auch. Ich fahre nicht in Bayern. Ich bin ja auch ein schlechter Autofahrer. Ja, aber ich muss ja auch mal meinen Chat beglücken. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt 4 Stunden lang meinen Chat nicht vorlese. Der Chat ist ja auch für mich da. Ja, das hättest du ja vorher wissen müssen. Geh doch mal mit in meinen Chat. Nee, ich habe hier eine App, um zu gucken. Geh doch bitte mal in meinen Chat. Ja, aber was sollen die denn schreiben? Ja, wow, du fährst geil oder gut siehst du wieder aus. Was willst du denn von meinen Eiern? Gut, dann nehme ich jetzt mein Handy raus und gehe in den Chat. Okay, dann werden wir beide in Urlaub geschickt. Mir ist egal. Ja, du hast ja auch 30 Immobilien.
Ich sage dir das jetzt als Freund. Okay, 50 Saft, ich halte an. Wirklich pissen. Okay, 50 Saft, ich halte an. Stehe ich einfach auf und gehe auf Toilette. Okay, 50 Saft, ich halte an. Und dann hoffe ich, dass Switch das Problem? 50 Saft. Das Richtige macht, weil ich muss pinkeln. Das ist, ich kann nicht mehr aufhalten. Okay, hier ist ein Standstreifen. Wo soll ich halten? Gleich bei der nächsten Raststätte. Okay, bei der nächsten Raststätte halte ich an. Genieß die Aussicht. Alter, McDonald's. Sofort hier rechts runter. Ich sehe das goldene M. Hier, nimm mal bitte. Hier, da, Auto. Ich sehe keins. Hinter dem Laster. Fahr rechts. Nein, ich muss weiter geradeaus. Bitte fahr rechts. Ich kann nicht rüberfahren. Es ist ein Auto. Ich kann nicht rüberfahren. Hinter mir ist ein LKW. Ich kann nicht. Sorry, tut mir leid. Da ist, Digga, fahr bitte rechts. Okay. Okay. Okay, wir chillen jetzt. Hier ist ein Autohof, hier ist ein McDonald's. Hier können wir pinkeln und essen. Das nützt alles nichts. Ich muss pissen, ja? Wir hätten auch Drive-By fahren können. Genau. Chat, Schradin, mach das, ich muss pissen, das passiert hier ein Unglück. Ich schwöre auf alles. Das war so bitter nötig, ne? Oh Gott, ich möchte mich entschuldigen für alles. Wir werden heute wahrscheinlich nicht ankommen. Warum? Weil wir ein Scheißkind an Bord haben, was alle 20 Minuten pissen muss und Hunger hat. Pass mal auf. So kommen wir nicht weiter. Ich hole mir gleich einen halben Liter Cola Light, kannst du in einer halben Stunde direkt wieder runterfahren, sag ich dir jetzt schon. Ich habe eine Konfirmandenblase. Und das ist einfach so. Damit musst du klarkommen, wenn du mit mir chillst. Ja, aber ich habe deine Lebenseinschränkungen nicht mitgebucht hier. Verstehst du? Deine Körpereinschränkungen. Wenn du mich nimmst, dann das volle Programm. Schuhe, ich muss kurz noch mal rein. Was denn jetzt? Ich muss kurz rein. Mach mal deine Abmoderation hier. Nee, ich mach doch keine Abmoderation. Mach mal dein Play. Wir sind doch live. Warum, was musst du machen? Ich was holen. Was denn? Ach, Geld. Weil er uns einlädt. Carsten lade ich ein. Ja, Leute, danke an Schuhe, ich bin Schradin. Jetzt haben wir Ruhe. Ich war 50 Jahre beim Fernsehen. Gott sei Dank, jetzt haben wir, weißt du, jetzt können wir ganz entspannt chillen. Der ist da drin. Wir gehen jetzt was essen. Und wir bringen ihm eine Pommes mit. Als würde man ein Holzbrett durchbrechen. Ich habe mich jetzt mit 70 einfach eingesperrt, Ruhe, ich kann das nicht ertragen. 3 Tage lang mit dem Mikrofon. Ne? Der bleibt jetzt da drin. Und wir werden uns jetzt schön was gönnen. Er kann ja im Stream gucken, wie wir schön gemütlich essen. Mein Name ist Maximal Schradin. Ist der dumm. Oh Gott, ich feiere das so sehr. Es wird so geil, Chat. Ach, ich lieb's jetzt schon. Wie viele Kontinente hat Europa? Europa ist ein Kontinent. Frag mich mal, wie viele Bundesländer Deutschland hat. Wusstest du vor 2 Monaten noch 16. nicht? 16. Kannst du alle aufzählen? Ja. 10 Subs ist es nicht ganz. Schleswig-Holstein. Bremen. Hamburg, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Berlin ist falsch. Nee. Doch. Berlin ist kein Bundesland. Doch, ist es. In der Mitte von Brandenburg. Berlin zählt als eigenes Bundesland. Carsten? Genau wie Hamburg. Berlin ist doch kein Bundesland. Natürlich, bist du dumm? Chat? Der ganze Chat schreibt, bist du dumm? Ist der dumm? Doch, Berlin ist mein Bundesland. Gott. Ja, vorbei. Sorry, ich muss schon wieder aufzählen. Alles gut. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Clip das bitte. Clip das sofort. Digga, der hat mich so dumm angemacht, wenn ich mal irgendwas über Planeten oder Flüsse nicht wusste. Und du weißt nicht, dass Berlin kein Bundesland ist. Krass. Jetzt geht der Chat ab. Jetzt habe ich einmal ein Popar. Was? Sowohl gerade von mir belehrt. Im Thema Bundesländer belehrt. Mhm. Krank. Genieß doch einfach. Was gibt's bei dir heute? Mhm. Erzähl mal. Gesund heute, Geflügel. McCrispy, sehr lecker. Mhm. Ja. Geflügel und Salat. Eiweiß, wenig Fett. Mit Salat. Noch mehr Geflügel, 6 Chicken Nuggets, Pommes frites und noch McDouble für unterwegs, falls ich noch mal ein bisschen Kohlenhydrate brauche. Falls der Heißhunger kommt. Mhm. Guck mal. Guck mal. Hol mich ab, verstehst du? Oh, herrlich. Das reicht, um dich zum Lachen zu bringen. Oh. Den Babystuhl. Sag, wenn man da am Anfang. Außer Silo fällt mir keiner ein. Selbst früher mal Profisportler erklärte das Fokussieren bei einer Disziplin so.
Egal, wie man es macht, es geht darum, ganz in diesem Moment zu sein. Kann ich nachvollziehen. Den Moment hier und jetzt. Ganz im Moment sein, das ist schwer. Ja. Was erwartest du dir vom Oktoberfest? Absolute Eskalation, absolutes Besäufnis deinerseits. Und es werden die Sätze fallen, lass mich zurück. Ich werde sterben, lass mich zurück. Dann wirst du in deiner eigenen Kotze liegen, in deiner eigenen Brache. Und ich muss dich da vom Oktoberfest ziehen. Nee, kotze werde ich nicht, dann ist mein Tag vorbei. Das haben schon viele gesagt. Geil. Oh, geil. Ich furze die ganze Zeit. Ich wundere mich die ganze Zeit, ob das der Katalysator ist da draußen. Ey, das ist Wahnsinn. Mike, jetzt mal ohne Scheiß. Pass auf, ich möchte ganz kurz zu deinem Furzen was sagen. Warte mal ganz kurz. Du hast hier einen liebenswerten Kollegen mit an Bord, den Carsten hinter der Kamera. Du kannst nicht, nur weil du es nicht aushältst oder weil du innerlich gärst, die ganze Zeit den Beifahrersitz vollscheißen. Es geht nicht. Wenn wir jetzt 4 Stunden im Auto sitzen, kannst du nicht die ganze Zeit scheißen. Reiß dich doch mal zusammen. Ich muss. Nein, aber was heißt ich muss? Halt's doch mal ein. Was ist mit deiner Verdauung? Ich hab Durst. Dann kriegst du was zu trinken, aber hör auf zu furzen. Wie ist es denn heute Nacht? Ich werde ganz viel blähen, gerade wenn ich mich auf die Seite lege. Ich krieg sonst Bauchschmerzen. Boah, danke. Boah, wow. Ja, wer hat's gekauft? Danke, Carsten. Ich setze das alle auf die Rechnung, ich schwör's dir. Hast du es gerade an meiner neuen Hose abgeschmiert? Ich habe dich gestreichelt. Fürze anhalten ist ungesund, so. Man darf sich onstream nicht selber schaden. Oh. Leute, es kann nicht wahr sein. Sehr wohl, Mahlzeit. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach, nur das laute Hoch. Heilige Paar, trauter Engel mit lockigem Haar, schlaf in seliger Ruhe, schlaf in seliger Ruhe. Zehn Kilometer Stau. Manche sagen auch 20. Ja, jetzt mal Real Talk, weil dann fahre ich ab. Digga, du kannst nicht abfahren. Ich kann doch die nächste runter. Jetzt mach mal nicht rum. Dann fahren wir über die Käfer. Nur so, ohne Scheiß. Guck mal, wann wir ankommen. Es wird immer später und die Jugendherberge macht zu. Sie sagen 30. Digga, nein, du kannst mir nicht sagen, dass sie wirklich um 21 Uhr zu. Die Jugendherberge macht zu, ich schwör's dir. Digga, wir müssen da raus. Ja, aber was ist, wenn nicht? Ich brauche einen Plan B jetzt von dir. Digga, Plan, nee, wir sind Plan in Frankfurt. B kannst du nicht machen, der Ton gefällt mir nicht. In Frankfurt auf der Autobahn steht, du Stück Scheiße. Ja. Du hast gesagt, du kümmerst dich darum. Ich wusste aber nicht, dass du alle 20 Minuten scheißen musst. Wir haben einen Platz, wo wir stehen können, du Schwanzlutscher. Und jetzt sagst du bist du mir, der größte Schwanzlutscher. In Frankfurt, ich brauche einen Plan B und krieg Schweißperlen auf der Stirn. Da kümmert man sich vorher drum, du dummes da Kind. Da kümmert man sich. Du hast gesagt, da ist ein Airbag drin. Ist mir scheißegal. Du hast gesagt, du buchst das. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Ich wusste nicht, dass du pissen und scheißen musst. Ich habe dich 5-mal angerufen, habe gesagt, Dreiviertelstunde ist wegen dir drauf. Halt deine Fresse. Ja, du deine Fresse. Ich habe dich 5-mal angerufen, krass. Habe zu dir gesagt, ey, müssen wir noch irgendwas klären? Ist es sicher, dass wir irgendwo stehen können? Können wir irgendwie sehr erwachsen? Ja, ja, sehr erwachsen. Ist es safe? Ich setze mich mit dir dahin, ich helfe dir. Nein, mach dir keine Sorgen. Du bist so ein Schisser. Laber nicht so viel, ich mach das. Ja, 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 XD, XD. Du hast eine Dreiviertelstunde gefressen, geschissen. Und jetzt sagst du mir, wir sind in Frankfurt auf der Autobahn. Und jetzt sagst du mir, du brauchst einen Plan B. Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Alter, ich krieg Kopfschmerzen, weil ich mich so aufregen muss, ja? Wie lange sind die Kilometer Stauscheiße? Ich weiß es nicht! Der Chat hat sie geschrieben! Wir sitzen im selben Mobil! Ich weiß es nicht! Ich sehe drei Spuren vollgeschissen mit Autos! Du Schwanzficker! Der Chat. Alter, ich krieg Kopfschmerzen! Der Chat schreibt's dir doch! Ich muss mir gleich Ibuprofen holen. Zum Glück habe ich mir welche eingepackt. Krank! Der Chat schreibt's doch rein, wie lange die Scheiße hier noch geht. Der Chat ist unser Navigator. Der Chat ist da aber nicht für verantwortlich, sondern du.
Du es bist dafür verantwortlich, mit wenn du... Greif dir gleich wohin, ja, mein Freund. Nee, das darfst du nicht machen. Du darfst mir hier nicht in die Armaturen greifen. Das geht nicht. Ich habe die Scheibe sauber gemacht mit Seife, mit Lauge. Ja, aber es ist, das ist jetzt scheiße, weil jetzt laufen hier die Perlen runter. Lass es. Warum macht er die ganze Zeit Warnblinker an da vor uns? Guckt er uns oder was? Mach den Warnblinker an, wenn du unseren Stream schaust. Mach vor uns den Warnblinker an, wenn du unseren Stream schaust. Okay, mach den nicht an. Dann frage ich mich, warum er den Warnblinker anmacht die ganze Zeit. Was soll ich haben? Aha, okay, er guckt ihn. Alles klar. Okay, habe ich verstanden, okay. Viel Spaß vorne in dem Auto, er guckt unseren Stream. Geiler Typ. Okay, wir fahren neben ihm. Ja. Ey, er hat wirklich Warnblinker angemacht. Ja. Nein, der macht das, weil das Stau ist. Okay, blink einmal, Alter, links, er blinkt einmal links, einmal, ja, rechts, einmal links, einmal rechts. Genau, wenn unseren Stream, genau, blink einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Achtung. Sieht die Kamera, haben wir die Frontkamera? Wenn er das jetzt macht, gibt's eine Schelle. Oder der blinkt einfach, weil da vorne Stau ist. Es ist doch kein Stau. Du blinkst doch nicht bei 100 km/h, machst du doch keinen Warnblinker an. Guck mal, das ist doch passiert. Alter, er guckt unseren Stream. Lol. Ja. Ist das geisteskrank. Geiler Typ. Ist das geisteskrank. Hä, ich dachte, der blinkt, weil der Stau ist. Ja, du bist ein Stau, Pimmelkind. Er soll mal da bleiben, fahr mal neben ihm, wir sagen ihm Hallo. Ja, ja. Oh, Fenster runter. Du konzentrierst dich aber auf die Straße, bist ja? Bist du bescheuert? Jawohl! Was geht ab? Handy weg! Handy weg! Alter, das ist geisteskrank. Aber der Beifahrer hat nur Handy. Ja, ja. Aber sollen die wegpacken? Dicker. Servus, grüß Gott. Weg, darf man das zeigen? Ja, klar. Für uns oder was? Nee! Das ist nicht dein Ernst. Wir haben Bags für dich. Junge, was bist du für ein geiler Typ, Digga? Geil. Geiler Typ. Junge. Wir haben Bags für dich. Alter. Ich trinke ja nicht. Das ist ja übergeil, danke. Danke dir. Digga, seid ihr extra hergekommen? Moin. Ja, wir wohnen hier in der Nähe. Ah. Ihr wohnt in der Nähe und seid extra hierher? Da, wo die Tunnel waren. Wir sind vielleicht 15 Minuten gekommen. Ey, das ist so Easy Mode für Streamer. Der ist einfach, geil. Einfach ein Airdrop bekommen, geil. Viel Spaß, gute Reise. Ey, vielen Dank. Euch auch. Besten. Danke, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bruder, wie korrekt ist wollen das denn? Ich jetzt mein Tag. Ich noch ein Foto machen? Sag schnell, ruf schnell. Ruf. Mein die Tag. Die wollen bestimmt ein Foto machen. Das ist voll unangenehm, wenn wir jetzt fragen, die sagen nein. Aber die haben sich nicht getraut. Digga, guckt euch das an. Okay, meine Laune ist um so viel besser geworden. Ich überlege gerade, ob ich noch meine... Alkohol macht bei dir Laune sofort. Pass auf, ich überlege, ob ich noch meine feuchtige Hose kurz scheißen gehe gleich. Okay, dann scheiße. Ey, wenn wir nicht ankommen, ist mir egal. Dann können wir heute Nacht nicht streamen. Dann ist okay. Dann stellen wir uns irgendwo... Oh, auf. Ich liebe dich so sehr. Weißt du, was ich meine? Ich liebe dich so sehr, ey. Hör auf. Hör auf. Oh, du stinkst so nach... Oh, bitte. Du stinkst so nach Rauch. Ich hab dein Ohrläppchen geleckt. Okay, ich krieg einen Ständer, hör bitte auf. Ich kriege einen steifen, bitte. Ich habe dein Ohrläppchen geleckt. Und das ist eine erogene Zone, hör auf. Oh, gut zu wissen für euch später. Carsten, wir müssen dann nachher noch dein Bett runterfahren, gell? Dass du auch ganz bequem liegst. Der Arme. Das ist mir wichtig. Guck mal, willst du den Wagen anmachen, der Ton gefällt dass er mir nicht. Die Technik der Ton umstellen kann? Anderer Ton, dann mach ich's. Kannst du bitte den Wagen anmachen, dass er die Technik umstellen kann, bitte schön. Okay. Danke. Gleich. Ja, eigentlich haben wir, also ich sage jetzt schon, wir werden es niemals bis 22 Uhr in diesem Campingplatz schaffen. Carsten, schaffen wir es bis 22 Uhr? Wir fahren durch. Wir schaffen es niemals. Natürlich, 19, 20, niemals. 21, das sind noch 3,5 Stunden. Schaffen wir locker. Wir sind schon fast in Würzburg. Dann schick mir bitte von dem Platz, wo wir hin müssen, die Adresse. Ja. Und dann kann ich in meinem Handy mal heimlich kurz gucken. Ja, und dann gucke ich mal, wie lange wir von hier dahin brauchen. Wir schaffen es niemals. Wenn wir es nicht schaffen, wir können uns ja überall hinstellen und pennen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir keinen Strom, dann findet heute Nacht aber kein Stream statt. Dann ist Mr. Dummschuld, weil er noch rauchen will. Mr. Dummschuld? Ja. Wir brauchen von hier noch 3,5 Stunden. Wir schaffen es nicht. Ich fahr. Warte ab. Okay, wir haben eine Baustelle. Es ist zu 100% sicher, dass wir heute nicht auf dem Campingplatz ankommen. Spannung, schalalalala. Es ist zu 100% sicher, wir werden nicht auf dem Campingplatz ankommen. Kann ich schon losfahren? Was machen wir mal? Warum? Was ist da? Hier ist was runtergefallen. Was ist passiert? Alter. Wie mache ich diesen Tisch? Okay, hilf.
Ja, Bruder. Steh auf, geh raus. Mach da hinten die Tür auf, hilf ihm. Hast du irgendwas losgelöst? Was ist denn also das Problem? Hilf. Halt doch mal die Fresse, Mann, du nervst. Drück mal gegen. Drück mal gegen, bitte. Ganz feste. Druck, komm, mach! Das geht nicht. Du, es muss gehen. Jetzt, Druck, ein, Druck, zwei und... drei! Oh, wie soll das denn gehen? Wir haben jetzt... Okay, wir haben jetzt Probleme. Ja, wir sind gefickt. Okay, warte. Du musst jetzt wirklich... Du musst jetzt, ich kann ihn nicht festhalten. Mike, du musst jetzt wirklich alles geben. Schreiten bitte halt die Fresse. Mike, wirklich. Du nervst, Bruder. Mike, bitte hilf. Ich kann jetzt nicht aussteigen. Hören die uns? Ja. Lies mal den Chat. Pass auf, wir haben ein Problem. Nein! Unser ey, Tisch. Ey, ey, bitte, Carsten. Carsten, Carsten, Carsten. Du bitte. Musst jetzt helfen. Ich kann nicht. Ohne Scheiß, wenn du jetzt nicht hilfst, Carsten, ist Alarm. Sag mir, was ich tun soll, Carsten. Ich weiß es ja auch der nicht. Tisch ist, der Tisch macht gerade die Abfahrt hinter uns. Wir müssen den so anheben von oben. Heb den an. Ach, wegen den Dingen können wir das nicht. Heb den Tisch an. Alter, halt deine Fresse. Ey, Mike, du machst gar nichts. Bruder, was soll ich denn machen? Hier, helfen. Hey, ich schwöre, du Fax, ich werde nie wieder mit dir eine Campertour machen. Du musst helfen. Weil ich sitze hier. Ich hab ist er drin? Oh mein ja, Gott. Er ist drin. Super. Reinklicken. Fick meine Mutter, Digga. Reinklicken. Der Chat hat gesagt, reinklicken. Ja. Man kann sich klicken. Auf die Knie, schreibt der Chat. Wir haben, ganz kurz, ich sag nur, wir haben Zeitdruck. Wir müssen langsam los. Mike, hilf! Ist alles okay. Jetzt. Digga, ich schwöre, ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Du machst nichts. Mich ab. Du machst nichts außer nee, scheiße Plan. Nein, ich muss hier du sitzen. Du machst nichts außer scheiße Plan. Ich muss hier sitzen wegen der Kupplung. Ich schwöre, du fuckst mich so ab. Nimm das Pad von meinem Place. Nimm das Pad. Nimm das Pad und leg es nach hinten, bitte. Nimm das Pad von meinem Place. Halt das Ding fest. Wir, okay, also wir kommen nicht weiter. Nee, wir, also wir werden. Du musst viermal drücken. Und viermal drücken. Und, kann ich losfahren? Okay, hier sind Leute. Ja, das Ding Grüße. Ist durch. Alles klar? Chat, wir werden heute Nacht keinen Stream haben, leider. Okay, lass uns mal einen Notfallplan spielen. Chat. Gibt es hier jemanden für den Fall der Fälle? Ich beliebe natürlich und so eine Scheiße. Aber gibt es in München, Bayern jemanden, wo wir im Notfall mit unserem Truck parken könnten, wo wir auch irgendwie Strom bekommen? Warte, hast du ein Feuerzeug? Es gibt jetzt kein bitte, Bier. Gib mir ein Feuerzeug. Nein. Okay, kannst du mir bitte ein Feuer geben? Auf gar keinen Fall. Es wird jetzt nicht getrunken. Wenn ich nicht trinken kann, trinkst du auch nicht. Kannst du nicht. Schaffst du nicht mit dem Ding. Arschloch. So, ich bin Dorfkind-Mutterficker. Okay, Chat, so, nicht so oft Ficker sagen, bitte, weil es ist auch im Mainstream. Ficker. Mein Ficken, Chat, nein. Ficken, Titten, was willst du machen? Nein, mein Chat ist erschrocken. Tittenfick, dein Chat ist erschrocken? Geil. Jetzt überholt der wieder. Prost. Sonntagsabends, ich will saufen. Laufen. Würdest du mir sagen, das ist alkoholverherrlicht, was wir hier machen? Was heißt wir? Entschuldigung, zieh mich da nicht mit rein. Du sitzt im selben Boot, mein Lieber. Ey, ich war noch nie auf Malle. Ich fand das immer schrecklich. Aber müssen, mit dir, ich sage Malle. Mit dir, wenn wir da zwei Tage mal hinfliegen, wir machen IRL-Stream, gucken Chain uns Chain Together machen wir. Chain Together auf mit, auf mit dir wäre Malle die einzige, also das wäre das einzige Szenario, wo ich sage, ich gehe okay, auf Malle. Okay, gebucht. Mann. Nächstes Jahr? Ja. David hat's mal, ja. Und Malle, wir sind da. Gibst du mir bitte deine Welt? Auf keinen Fall. Hör bitte auf, ich schlage dich lieber WWE mit dem Klappstuhl. Lass mich. Du bist ein Wichser, das ist der Wahnsinn. Freunde, wir sind hier, es ist geil. Ich bin einfach, ich hätte nicht, also ich sage Real Talk, ich hätte niemals gedacht, dass wir heute noch auf einem Campingplatz landen. Schradin sieht aus wie Mickey Krause, was soll denn das? Beruhigt euch. Wir rufen jetzt einen Prominenten an. Und die müssen erraten, wen wir anrufen, okay? Mit der Stimme. Achtung, Ruhe. Hallo? Hallo, hallo pass auf. Wir sind live im Stream. Du sagst jetzt, hallo lieber Livestream. Und der Zuschauer muss erraten, welcher Promi du bist. Wo bist du? Ich bin Camping. Ehrlich? Mhm, in wo? München. Boah, geil, Digga. Liebe Grüße an den Chat. Mit Zabex zusammen. Ist das dieser fette, unlustige, der nur über Scheißen und Wichsen redet? Dieser extrem fette Typ? Okay, reicht? Chat, wer ist es? Der fette, hässliche, oder nicht?
Der okay. mit dem extrem kleinen Schniedel. War zu schwer, hat keiner raus, ja. ist zu unprominent. Bitte zieh deine Perücke ab, Schradin. Ich möchte meine Mutter nicht vapen sehen. Also, was soll das denn? Bruder, also ich muss dir bei allem Respekt sagen, du siehst so beschissen aus. Boah! Was war das? Die haben geschrieben, Mike ist schreckhaft. Wollte ich checken. Sorry. Okay, Chat, das ist die erste Nacht meines Lebens in einem Camper. Und ich habe große Angst. Ich brauche eigentlich meine Komfortzone. Es ist sehr schwierig für mich hier. Genauso wie schwierig für Carsten. Aber wir machen das. Bezieht euch das Bett. Chat, wir haben ein Wohnmobil gemietet. Wir haben All-Inclusive gemietet. Wir haben keine Bettwäsche. Du musst alles selber mitbringen. Alles ist nass und klamm. Wir haben Geschirr gebucht. Das Geschirr ist wirklich rotzendreckig. Es ist Katastrophe. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Hier stinkt's. Ich hab euch geschissen. Wow. Pass auf, ganz kurz. Ich möchte mich bedanken bei dir, dass wir so eine schöne Freundschaftstour machen. Und es stinkt so nach Scheiße. Ich höre, es ist krank. Ich möchte mich bedanken bei dir und morgen wird ein ganz toller Tag. Okay? Hallo? Wer ist das? Alter! Hab ich mich verjagt. Was ist denn das? Carsten? Was machst du denn da? Die Kamera wackelt. Ist ja einer an unserer Tür? Carsten! Was lachst du? Was ist denn da? Was macht der? Was passiert da? Keine Ahnung. Carsten. Was machst du? Warum redest du nicht? Ich wollte nicht, sorry. Alles gut. Was machst du? Ich musste nur lachen. Warum? Weißt du was, Carsten ist, glaube ich, so ein kleiner Perverser. Warum ist Wenn's die Tür nachts, auf? Ist die Tür auf? Ist die Tür auf? Hast du die Tür aufgemacht? Ey, Carsten, ohne Scheiß, der macht irgendwas heute Nacht mit uns. Digga, was passiert? Ich finde das wirklich creepy. Was passiert gerade? Vor allem der Carsten sagt nichts mehr. Das Carsten, ist auch... bitte sag was passiert? Kannst du bitte kurz mit uns reden? Okay, krass. Jetzt werden wir von allen gefickt. Ich glaube, dass der so einen Pakt hat mit dem Teufel, dass der draußen, wenn da irgendwelche Leute ist sind... Ist die Tür auf nach draußen? Ich weiß es nicht genau. Er macht irgendwas da. Carsten! Der guckt ins Handy und lacht. Der holt jetzt irgendwelche Leute hierher. Dieses Scheiß... Ey, ohne Witz, das ist das verfickteste Wohnmobil, was ich je gesehen habe. Es ist nass, es ist undicht, die Betten sind beschissen, das Geschirr ist dreckig, es stinkt nach Scheiße, es ist ein Scheißmobil. Aber guck mal, du schläfst mit deinen Straßenklamotten hier in dem Bett. Ja, was soll ich machen? Das ist auch nicht okay. Ich habe hier meinen Pyjama. Du schießt wie ein Affe. Wenn du, ich schwöre dir, ich sag dir jetzt noch einmal. Sag nicht, dass ich mir einen Affe schiele. In den Intimbereich schlägst. Ich habe dir auf den Oberschenkel gehauen. Schlage ich dir in die Fresse. Ich habe dir auf den Oberschenkel gehauen. Wenn du mir noch einmal in den Intimbereich schlägst, schlage ich dir in die Fresse. Und das ist mir egal, dann gehen wir offline, dann sind unsere Twitch-Channels eine Woche weg. Ich schlage dir in deine alte Fresse rein. Ich schlage dir da rein.